der Regel bis gleich mal anzogen. Ein bisschen zusammengeholfen in der Gruppe. Ein paar dann leichter, ein paar weniger. Aber groß und ganz, sag ich mal, wenn es jetzt auf schnell geht, bist du in 10 Minuten fertig. Das Ziege ist, das riecht man da herin schon so ein bisschen. Ziegenschlaf, gemischt durch die Bank gibt es von dem her. Also der eine hat der Ziegen, der andere der Schaf. Also total gemischt wird. Und alles selbst gemacht? Nein, das ist von einer Gerberei, Koch ist das, wo wir das kaufen. Ja, ist natürlich dementsprechend auch vom Preis her unterschiedlich. Umso aufwendiger, was du willst, umso teurer ist. Dafür hat man so ein Seil. Richtig, richtig, ja. Also in der Regel, sage ich mal, es ist verschieden. In der Regel hat man so ja, 2-3 Jahre. Je nachdem, es gibt Gruppen, da sagt jetzt wie alle über nichts. Ich war so ein Dick zum Beispiel, dass ich sage, okay, 2 Jahre maximal und dann ein Werk her. Aber im Großen und Ganzen, ja. Wie schwer ist das ungefähr? Ja, also das Feuer, das ist ungefähr, schätze jetzt einmal so um die, ja, so 3-4 Kilo in die Richtung, schätze jetzt einmal. Also da kann man sich schon bewegen? Kann sich super bewegen, ja. Also ich, von dem, ich laufe auch immer mit Plateauschuhe, laufe alle, weil die sind ein bisschen schwerer, wenn man ein bisschen schön rumkommt, wenn man größer ist. Aber wie gesagt, das ist jedem überlassen, wie er will. Das könnte man es vielleicht auch noch anschauen, das schaut aus wie Skischuhe. Ja, das sind Motorradschuhe, sind das. Und sind dann noch dann hinten aufgetoppelt. Im Prinzip, also du hast das super halt beim Knöchel. Wegen dem Umwickeln geht es da. Sag einmal, jedermann so viel ist es nicht. Aber ich laufe eigentlich schon seitdem ich laufe nur mit Plateauschuhe. Einmal niedriger, einmal höher. Aber das ist natürlich ein ganz gutes System von dem her, weil du einen guten Halt drin hast. Und das Herzstück ist ja die Maske wahrscheinlich. Richtig, die Maske, die habe ich dort. Die Maske. Das ist natürlich dementsprechend schwer. Das sind echte Stapelkerneln. Also das ist, kommt natürlich gewaltig um, wenn du die Hochschuhe auch hast. Ne? Dem. Manche tun ja selber schnitzen, aber es gibt glaube ich auch sehr gute Maskenschnitzer, die für euch das machen. Wer hat die Maske gemacht? Das ist ein Stiller. Stiller, dann hast du in Gangl, ist ein ganz bekannter, dann gibt es in Grontaler, gibt es in Mumpei. Also wir haben rund um den Salzburg oder Umgebung sind sehr viele Maskenschnitzer. Und sehr viele Junge momentan auch, die sich mit dem beschäftigen. Da ändern sich ja die Stile immer wieder von den Masken. Ist richtig, ja. Das Einzige, was mir nicht gefällt, das ist so ellenmäßig förmig, sag ich jetzt einmal. Das gehört einfach nicht dazu, es sollte schon ein bisschen Brauchtum bleiben. Von dem her, also ich finde, so in die Richtung, wie wir es da jetzt haben, ist okay. Ja, es geht aber alles wieder zurück wirklich auf den Brauchtum. Wir sind auch dabei, ab nächstes Jahr, da wir Brauchtumskämpfe machen lassen. Also es wird wieder da zurückgehen, wo es herkommt.